Manuel Liniger, seit dem letzten Sonntag ist die Saison der Kadetten Schaffhausen vorbei und damit auch Ihre Saison. Wie sieht es aus? Wie geht es in der Karriere von Ihnen weiter? Also zuerst einmal bin ich jetzt gerade noch dabei, um das abrupte Ende von der Saison ein bisschen zu verarbeiten. Wir haben uns das natürlich alle ganz anders vorgestellt. Und das ist etwas, wo man nicht einfach so innerhalb von einem Tag verdauen kann. Und dann ist es so, dass ich mir natürlich in den letzten Monaten einen Haufen Gedanken gemacht habe, was ist, wenn dann die Saison vorbei ist, was passiert. Und ich habe mich nach langen Überlegungen dazu entschieden, dass ich wieder in die Privatwirtschaft einsteige und versuche dort quasi Karriere nach der Karriere zu starten. Was heisst das genau? Also was wird Ihren neuen Arbeitsbereich sein? Ich habe einen Job in der Immobilienbranche, wo mich sehr, sehr interessant dünkt. Das ist komplettes Neuland für mich, weil es hier vor ein Haufen Jahren der Handball auch war. Und ich weiss, dass ich mich dort genau gleich reinknündeln muss, wenn ich es im Sport auch gemacht habe, um erfolgreich zu sein. Und ich bin sehr gespannt, wenn ich das meistern werde. Ich glaube, das darf man ja sagen. Sie sind 35, Sie haben Familie mit Kind. Wie schwer ist es Ihnen da gefallen, den Wechsel jetzt anzustreben? Ja, das ist nie einfach. Und zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, das ist auch schwierig. Und darum braucht es mehr wieder nur ein paar Wochen, um sich da Gedanken machen können. Und es wird ein Prozess sein. Also, die Meisterschaft ist jetzt vorbei und bis zu dem Zeitpunkt, wo das letzte Spiel gespielt war, denkt man eigentlich nicht gross, was nachher ist. Man fokussiert sich darauf, auf das nächste Spiel und versucht irgendwie den Titel zu verteidigen. Und jetzt ist es halt eben schneller vorbei gewesen, dass der eine Teil von der Handball Schweiz sich das gewünscht hat. Und jetzt gilt es, sich auf die neue Aufgabe zu fokussieren. Jetzt gibt's zuerst einmal ein paar Wochen Ferien, um ein bisschen abschalten. Und dann wird es sicher komisch sein, wenn die Vorbereitung dann losgeht und der Liniger das erste Mal nicht dabei ist. Das wird dann speziell sein. Aber so ist jedes Karrierenende ist etwas Spezielles. Und dass das bei mir irgendwann kommt, das habe ich gewusst. Ihre Karriere war ja sehr lang und sehr vielfältig. Also zwischen 15 und 20 Jahren, kann man da sagen, sind Spitzenhandball gewesen. Was bleibt Ihnen selber am meisten haften aus der Zeit, wo Sie eben auf Top-Niveau gespielt haben? Ja, das sind ein Haufen Sachen. Jetzt da irgendwie ein, zwei Sachen rauszuheben, das kann ich nicht. Die Zeit in Deutschland ist natürlich sensationell gewesen, dass ich das durfte miterleben, dann die ganze Zeit mit der Nationalmannschaft, die drei grossen Turniere, die ich spielen durfte, wo man ja gesehen hat in den letzten paar Jahren, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man das erleben darf. Dann aber auch die Zeit in der Schweiz, all die Meistertitel, die Cup-Siege, die ich feiern durfte, dass ich sowohl hier bei Pfadi wie jetzt bei Kadetten eigentlich immer in dieser Mannschaft in der Schweiz spielen durfte, wo um den Titel mitspielt oder den Titel geholt hat. Das ist ein grosses Privileg. Und dann quasi dürfen sagen, dass man 20 Jahre sein Hobby hat zum Beruf machen durfte. Das wird mir glaub erst bewusst jetzt, wo dann der Handball ein bisschen in den Hintergrund rückt, dass das ein grosses Privileg ist, dass ich das auch durfte. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Meistertitel das sie gewonnen haben in der Schweiz. Aber es sind sehr viele. Und was ist Ihre persönliche Ansicht, wie viel von diesen Titeln oder wie fest, dass Sie an diesen Titeln selber extrem haben können beitragen können? Also wie gross war Ihre Rolle gewesen, bei diesen einzelnen Titeln? Das ist schwierig zu sagen. Das ist immer ein bisschen abhängig von diesen einzelnen Spielen, inwiefern dass man jetzt gerade in so einem Spiel drin war. Und es gibt Matches, da hat man einen Haufen Aktionen, wo man kann wirklich sein Positives dazu beitragen kann. Dann gibt es auch Playoff-Finalspiele, wo die 60 Minuten
nicht gross etwas zu tun hast. Also das ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, dass ich bis zum Schluss in einer Form war, wo ich diesen Mannschaften auch können helfen konnte. Ich habe bis zum Schluss eine Rolle in der Mannschaft, die ich als wichtig anschaue. Und so wollte ich das Ganze eigentlich auch beenden. Aber warum gerade jetzt? Warum ist der Zeitpunkt gerade jetzt, dass Sie zurücktreten? Ja, es ist ja so, dass es schon länger bekannt ist, dass ich nicht mehr bei Kadetten spielen werde nächstes Jahr. Und dann habe ich mir natürlich lange überlegt, ja, was gibt's noch für Möglichkeiten? Und irgendwo durch hat sich das einfach nicht ergeben, wo ich könnte sagen, okay, das macht für mich noch Sinn. Und darum habe ich dann irgendwann entschieden, okay, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, plus die grossartige Möglichkeit, um eben den Einstieg zu machen in die Privatwirtschaft. Und ich werde dort jetzt meine volle Energie reinstecken. Und wie viel das dann noch Zeit ist rundherum, um am Handball irgendwie verbunden zu bleiben, das wird sich dann zeigen. Ich wollte es gerade sagen, also jetzt sind Sie ja bis zum Schluss eben auf Top-Niveau dabei gewesen. Und jetzt soll einfach fertig sein. Wie fest kann man damit rechnen, dass der Manuel Liniger vielleicht in der nächsten Saison doch wieder irgendwo einmal aufläuft? Das Stand heute nicht, weil ich freue mich auf die neue Aufgabe und das andere Berufsleben außerhalb vom Sport, das wird etwas komplett Neues sein für mich und auch einen Haufen Energie brauchen in dem Lernprozess. Und wie ich gesagt habe, ich freue mich auf die neue Aufgabe und das wird für mich jetzt am Anfang sicher Priorität haben. Und wenn dann da noch irgendwie Raum ist rundherum, dass ich irgendeine Funktion am Sport oder am Handball explizit kann erhalten bleiben, dann kann man das anschauen. Aber Stand heute ist das gewesen jetzt. Ja.